Also, hier haben wir die Opti Senso Plus von Lumotec. Lumotec, was ist denn das? Busch und Müller, ne? Busch und Müller, Lumotec Opti Senso Plus. Die funktioniert nicht mehr richtig. Und zwar ist folgendes: Der Schalter hier, der bleibt nicht mehr in der Anposition. Der rutscht dann immer wieder ein Stück zurück. Jetzt hat der Kunde gesagt, ich sage, naja, das ist ja nur der Schalter. Hat der Kunde gesagt, ja, nee, komm, mach eine neue Lampe. Dann habe ich eine neue Lampe gemacht, okay, und jetzt habe ich die mal beiseite gepackt und wollte mir mal angucken, woran das liegt. Man kriegt die Lampe nicht mehr auseinander, aber man kriegt den Schalter hinten raus. Man kann den Schalter rausklicken. Und da ist so ein kleiner Blechstreifen dran. Und es scheint wie immer zu sein, dass dieser Blechstreifen mit der Zeit einfach verbiegt. Also machen wir mal ein bisschen mehr Spannung drauf. Und dann bin ich gespannt, wenn ich die jetzt hier wieder reinmache. Ob die dann wieder funktioniert. Leuchtet. Ja, also die ist schon mal hier wieder zurückgeschnappt. Ganz kleiner Tipp am Dran. Also solltet ihr Probleme mit dieser Lampe haben, mit dieser Opti Senso Plus, ja, von Busch und Müller, dann Schalter hinten rausploppen lassen mit einem Schraubenzieher. Macht man so hier. Ne? Schraubenzieher hier unten drunter. Hier, ja, hoch. Dann hier unten drunter und dann so ein bisschen raushebeln. Vorsichtig. Zack. Ja, dann kommt er raus. Kann man wahrscheinlich auch nicht so aufmachen und so. Aber ja, geht. Ist auch kein richtiger Schalter, ja. Das ist ja nur so eine Klicke und die Klacke mit so Plastikdingern da drin. Aber sollte der nicht mehr richtig funktionieren, liegt es tatsächlich an diesem Schalter. An diesem Blech hinter diesem Schalter, welches man dann ein bisschen rausbiegt und fertig. Dann läuft das Ding wieder. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man verboten werden müsste, eigentlich sowas zu produzieren. So, dass man es dann nicht mehr auseinandernehmen kann. In dem Fall hier ist es ja fast noch okay, weil man kann es auseinandernehmen, man kann es nachbiegen etc. und so, aber dieser Schalter hier selbst ist ja auf Verschleiß gebaut. Zur Not muss man sich dann später die beiden Kontakte nehmen, anlöten und einen Schalter selber einbauen. Dann ganz einfach einen An-Aus-Schalter, klack, klack und fertig und dann läuft das. Ja, das nur als kleiner Tipp am Rande, wenn ihr die Probleme habt mit dieser wunderschönen Lampe, dann, oh, sieh sie an. Dann probiert das einfach mal so, ob es damit wieder funktioniert. Und das war's von mir. Wir sehen uns. Bis später. Macht's gut. Ciao, sagt der Tommy.